Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wienerz Wochenschau, meinem politischen Wochenrückblick auf die bayerische Politik. Ja, was war diese Woche im Maximilianeum? Es ist relativ einfach zusammengefasst, relativ wenig, denn diese Woche war Informationswoche und da haben die Abgeordneten die Möglichkeit, dass sie Termine in den Stimmkreisen wahrnehmen, beziehungsweise dass sie beispielsweise am Aschermittwoch teilnehmen. Und das war natürlich das große politische Thema dieser Woche. Was sagen die unterschiedlichen Parteien auf dem politischen Aschermittwoch? Wir hier von der AfD in Rosenheim hatten auch einen kleinen politischen Aschermittwoch in Bad Endorf. Hans-Jörg Müller, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, war hier zu Gast und hat Tacheles gesprochen zusammen mit mir. Waren sehr viele Leute da. Vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die gekommen sind. Und war natürlich deutlich kleiner als die große Kundgebung in Niederbayern, wo ja die Heimat des politischen Aschermittwochs ursprünglich ist. Die CSU hat sich in Passau getroffen. Herr Weber, der möchte gern EU-Kommissionspräsident werden. Ein lupenreiner Eurokrat, hat versucht, sich möglichst bürgernah zu präsentieren, hat irgendwas erzählt von Grenzschutz und von Migrationsstopp und so. Herr Weber, man glaubt es Ihnen nicht. Das ist, seit 2015 hat Herr Weber massiv sich dafür eingesetzt, dass Migranten hier sicher und gut übers Mittelmeer kommen. Und jetzt hier die Kehrtwende kurz vor der Wahl zu machen, ist natürlich etwas zu spät. Die Leute wissen es draußen. Wer hier 2015 Refugee Welcome gerufen hat oder wer mit Tellys geworfen hat, das war die CSU mit ihren Freunden. Also von dem her, spart euch das Theater, liebe CSUler. Genauso, was man sich auch sparen kann, ist das Statement von Herrn Söder, wobei ich das eigentlich schon wieder fast interessant fand. Herr Söder hat gesagt, dass die bürgerlichen Teile in der AfD sich wieder zur CSU zurückbewegen sollen. Netter Versuch, Herr Söder ist mittlerweile auch der dritte dieser Art, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und da muss man ganz klar sagen, wer hat es denn 2015 hier die Grenzen weit aufgemacht und dafür gesorgt, dass die Allianz ins Land kam, und wir hatten nicht dafür gesorgt, dass die Grenzen dicht werden. Das war die CSU. Das vergessen die Leute nicht. Ja? Genauso wie ganz anderen Sachen wie Bavaria One und so weiter. Die Leute vertrauen der CSU einfach nicht mehr. Deswegen haben wir einen stetigen Mitgliederzuwachs, nicht nur hier in Rosenheim, sondern in der ganzen AfD, bayernweit und bundesweit. Und wer sich überlegt, AfD-Mitglied zu werden, schaut einfach mal kurz auf meine Facebook-Seite. Dort habe ich einen kleinen Post gemacht mit dem Link zum PDF-Mitgliedsantrag. Kann man sich runterladen oder online ausfüllen. Und da kann man hier bei uns Mitglied werden, wenn man die AfD noch intensiver unterstützen will. Ja, dann, was war bei den anderen Parteien los? Die SPD, letztes Jahr noch mit einem Festzelt mit 2000 Plätzen, dieses Jahr Gasthof, Nebenraum mit 400 Plätzen, da geht es stetig bergab. Von den Grünen hat man nicht wirklich was mitbekommen, von der Linken sowieso nicht, von den Freien Wählern auch nicht. Nur von der AfD. Die AfD ist dieses Jahr deutlich gewachsen, größere Halle, größere Veranstaltungen, über 1000 Personen waren in Osterhofen, haben den Herrn Ziemiok, unserem europäischen Spitzenkandidaten aus Bayern, zugehört, oder den Herrn Meuthen, logischerweise dem Spitzenkandidaten der AfD Deutschlands zur Europawahl am 26. Mai, war richtig gut besucht, ging auch richtig Motivation und klare Ansagen nach draußen, und so muss es sein. Man sieht aber auch an diesen 1000 Leuten, das ist jetzt mittlerweile der zweitgrößte politische Aschermittwoch in Bayern, und von dem her sind wir da deutlich besser als alle anderen. Wir sind vor allem aber auch in der bayerischen Landespolitik angekommen und uns kommt keiner mehr vorbei. Wir sind da und wir bleiben. Ja, was mache ich jetzt übers Wochenende? Politiker haben ja auch selten übers Wochenende frei. Ich beschäftige mich diese Woche beispielsweise jetzt mit dem Haushalt, der Ende März dann in die ersten Lesungen geht. Da geht es bei uns schon jetzt los und ich habe jetzt ungefähr 300 Seiten vor mir, die ich mir übers Wochenende zum Gemüte führen werde. Da werden wir sicherlich den ein oder anderen Änderungsantrag formulieren. Das ist jetzt das, was ich aktuell mache. Euch wünsche ich ja auf jeden Fall ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche,
Und dann werden wir uns wiedersehen zur Wienerts Wochenschau am nächsten Freitag. Bis dann!